Hallo, heute zeige ich einmal die ersten kleinen Lok von Märklin, besser bekannt als die KLVM. Märklin produzierte ab 1972 die KLVM, wo sie heute von Märklin immer noch hergestellt wird. Allerdings in verschiedenen Varianten. Ich gehe auch in diesem Video bei diesen Loks in verschiedene Details ein, wie zum Beispiel Beschriftung, die Lackierung und das Drehlichtspitzensignal an den Lokomotiven. Auch werde ich euch sagen, ob sie aus einer Zugpackung oder Zugset heraus ist und werde auch bei manchen Loks auch die dazugehörigen Waggons zeigen. Nun wünsche ich euch viel Spaß in diesem Video. So, fangen wir an mit der ersten Lokomotive, wo Märklin 1972 in ihr Sortiment aufnahm. Moment, so, da ist sie. Diese KLVM ist aus einer Starterpackung. Diese Starterpackung hat die Nummer 2911 1972 gehabt. Merkmale an dieser Lokomotive oder Merkmale sind an dieser Lokomotive, sie ist nicht bedruckt, ist schlicht ganz in Schwarz gehalten, hat einen roten Rahmen, hat rote Räder, hat rote Zylinder, aber das Drehlichtspitzensignal wurde angedeutet. So wie man hier sieht, wurde angedeutet oder wurde bedruckt in Silber, sowohl vorne wie auch hinten. So. Diese Starterpackung enthielt ein Kreisoval, einen Trafo, zwei Personenwaggons, also besser genannt als Donnerbüchse, wie diese hier. Und ja, die Starterpackung hat allerdings 1973 die Nummer 2921 gehabt. 1974 hatte die Starterpackung die Nummer 2920 und 1979 kam die Starterpackung mit der Nummer 2940 heraus. Ich weiß nicht, wie lange es die Starterpackung gegeben hat oder wie lange sie produziert wurde. Ich vermute bis 1979. Aber ja, das war alles zu dieser Lok. Kommen wir gleich zu der nächsten und lasse diese wieder erfahren. So, kommen wir gleich zu der nächsten Lokomotive. So, da ist sie. Ja, 1972 brachte Märklin auch diese KLVM heraus. Allerdings konnte man sie einzeln kaufen. Diese Lok hat die Nummer 3087. Sie ist in schwarz-grün gehalten worden oder schwarz und grün bedruckt. Mit ja, hellgrün-gelber Umrandung. Und ja, wie gesagt, ist auch bedruckt, wie man hier sieht, und hat ein bedrucktes Schild mit der Nummer 3087. Die wichtigste Merkmale dieser Lok ist, sie hat ein rotes
Fahrgestell, die Motorraum oder die Motorhalterung oder der Innenraum ist, wie man hier sieht, schwarz und diese Lok hat zwei schwarz lackierte Zylinder. Auch wurde das Drehlichtspitzensignal bei dieser Lok, wie man hier sieht, in Silber angedeutet. Also sie ist bedruckt, sowohl auch vorne wie auch hinten ist diese Lok in Silber bedruckte Lichter angedeutet worden. Diese Lok ist sehr leicht zu verwechseln mit ein paar anderen Lokomotiven. Wie gesagt, die Hauptmerkmale dieser Lok ist das bedruckte Schild mit der Nummer 3087 und den schwarz lackierten Zylindern. Das sind die Hauptmerkmale dieser Lok, woran man diese Lok erkennt, wo 1972 produziert wurde. So, auch diese Lok lassen wir wieder abfahren. Na, sie will nicht. Nochmal und jawohl. Und kommen wir gleich zur nächsten Lokomotive. So, hier kommt die nächste kleine Lok von Märklin. Die KLVM. Diese Lok wurde ebenfalls 1972 ins Märklin-Sortiment aufgenommen. Merkmale an dieser Lok ist, sie hat ein schwarzes Gehäuse, allerdings bedruckt, wie man hier sieht. Sie hat ein rotes Fahrgestell, rot lackierte Räder und schwarz lackierte Zylinder. Auch wurde bei dieser Lok wieder das Drehlichtspitzensignal in Silber bedruckt angedeutet, sowohl vorne wie auch hinten. So, diese Lok ist leicht zu verwechseln mit weiteren Loks. Also wie gesagt, diese Lok von 1972, die größten Merkmale sind das bedruckte Schild mit der Nummer 3090, der schwarz lackierte Innenraum. So, jetzt lassen wir sie ein bisschen noch weiter vorfahren. Also wie gesagt, der schwarz lackierte Innenraum und die zwei schwarz lackierten Zylinder. Das sind die Hauptmerkmale dieser Lok. Okay, kommen wir gleich zu der nächsten Lok. So, hier ist nun die nächste Lok. Diese Lok nahm Märklin 1974 in ihr Märklin-Sortiment auf. Diese Lok ist vom Aufbau her gleich wie das vorherige Modell oder Lok, aber allerdings mit einem Unterschied. Da fragt man sich jetzt nun, mit was für einem Unterschied? Die sieht doch gleich aus wie die Lok von 1972. Nein, leider nicht. Diese Lok hat das besondere Merkmal oder woran man sie erkennt, dass sie 1974 herauskam, ist, sie hat nun von Märklin zwei rot lackierte Zylinder bekommen und eine rote Motorhalterung. Also ist rot lackiert worden. Sonst blieb bei dieser Lok
alles gleich wie bei der vorherigen Lokomotive. Ich kann sie einmal kurz zeigen. So. Ah, ich nehme sie kurz mal auf, so dass man sie sieht. So. Und ich drehe sie einmal um, so dass man es besser sieht. Na, so einmal, zweimal. So, wie gesagt, diese Lok löste Märklin mit dieser Lok ab. So, wie man hier unschwer erkennen kann, diese Lok hat diesmal rot lackierte Zylinder und die Lok von 1972 hatte noch schwarz lackierte Zylinder. Auch ein kleines Merkmal, aber diese Lok habe ich nicht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Damals wurde die Treibstange an dieser Lok mit einem Splint oder mit einem Haft oder einem Klemmring befestigt. Und diese Lok wurde dann mit einer Niete oder Stecksystem, kann ich jetzt nicht sagen, wurde die Treibstange befestigt und in späteren Modellen wurde sie dann mit einer Schraube oder wurde die Treibstange mit einer Schraube festgemacht. Das sind auch noch ein paar Merkmale und zwei verschiedene Lokomotiven, aber diese habe ich jetzt nicht und mir reicht diese beiden Unterschiede. Also wie gesagt, das vorige Modell, die Lok von 1972, hatte schwarze oder schwarz lackierte Zylinder und einen schwarz lackierten Motorhalter. Und ab 1974 wurde an dieser Lok die Zylinder rot lackiert und auch die, so ich drehe sie einmal um, und auch die Motorhalterung wurde dann rot lackiert. Sonst blieb an dieser Lok alles gleich wie bei dieser. So, nun lassen wir sie auch abfahren und kommen gleich zu der nächsten Lokomotive. So, das ist nun eine KLVM 1974. Wurde diese Lok mit der Nummer 3087 auf den Markt gebracht. Diese Lok sieht fast gleich aus wie die 1972er Lok, nur mit einem Unterschied, dass die Zylinder diesmal rot lackiert wurden und auch der Innenraum oder die Motorhalterung wurde bei dieser Lok nun auch rot lackiert. Sonst blieb bei dieser Lok alles gleich wie bei der 1972er und auch die Nummer, die 3087, blieb bei dieser Lok gleich. Wie gesagt, nur die zwei Lackierungen rot und also rot in den Zylindern und rot im Innenraum. Also die Motorhalterung. Das ist der Unterschied bei dieser Lok. So, kommen wir nun zu der nächsten.
So, nun hier die nächste Lok. Diese Lok ist nun von Remax. Remax brachte 1981 diese KLVM heraus. Ihr Merkmal ist nun, oder der Unterschied ist bei dieser Lok, sie hat ein schwarzes Gehäuse und ist auch bedruckt. Allerdings hat sie die Nummer, oder die bedruckte Tafel hat nun die Nummer 3197. Und das ist auch die Nummer, Seriennummer von dieser Lok, die 3197. Auch ein Unterschied, oder den Unterschied zu erkennen von den anderen beiden schwarzen Loks, ist nun: diese Lok wurde das Spitzensignal, oder wurde bei dem Drehlichtspitzensignal nicht bedruckt. Es blieb schwarz, oder die Lichter blieben schwarz, wurden also nicht bedruckt wie bei den anderen Lokomotiven. So, noch einen Unterschied. Jetzt wollte ich noch die andere Lok, noch einen Unterschied oder ein Merkmal, wo man diese Lok erkennt. Und zwar, na, hier fehlt ein Druck bei der Primax-Lok, wo die Märklin-Lok hat. Wie gesagt, auch die Nummer ist anders. Auf dieser Tafel steht 3197 und bei dieser Lok steht auf der Tafel die 3090. Das ist der Unterschied oder die Merkmale an dieser Lok. Auch brachte Märklin diese Lok in einem Starter-Set heraus. Das Starter-Set betrug die Nummer 2056 und hatte zwei Donnerbüchsen, also zwei Personenwaggons und ein Kreisoval mit Trafo. Dieses Set, wie gesagt, kam nicht von Märklin, von Primax 1981 auch heraus, gleich wie diese Lok und auch mit derselben Lok. So, und weiter geht es mit der nächsten Lokomotive. So, wir bleiben bei Primax. 1985 brachte Primax ein Starter-Set heraus. In dem Starter-Set war diese blau bedruckte Lok mit der Aufschrift Primax. Zwei Personenwaggons, also Donnerbüchsen, ein Kreisoval und ein Trafo. Diese Starterpackung hat die Nummer 2761. Wie gesagt, aus diesem Starterset ist diese Lok. Den Unterschied sieht man, ich glaube, zwischen den anderen Loks. Okay. Das war's auch von dieser Lok und es kommt nun gleich die nächste. So, und nochmal eine Lok von Primax. Und das ist auch zugleich die letzte Lok, wo Primax hergestellt hat. Oder besser gesagt, Märklin für Primax. Und zwar ist das die Zirkuslok Sa Sa
Ernie, so, mit der Nummer 3182. Diese Lok ist aus einer Reihe, Zirkusreihe, wo Primex hergestellt hat, sprich Märklin. Und zwar ein paar zuvor hatte Primex das Zirkuszelt, ich glaube zwei oder drei Güterwaggons mit Beladung herausgebracht. Ganz zum Schluss, also wie gesagt, 1990, so muss ich sagen, brachte Primex diese Lok als Ergänzung heraus. Also diese Lok kann man einzeln kaufen. So, das war's auch von dieser Lok. Und nun komme ich zu einer besonderen Lok. So, nun komme ich zu einer speziellen KLVM. So, sie kommt angefahren. So, da ist sie. Und zwar ist diese Lok aus einer Zugpackung mit zwei Personenwaggons und zwei Güterwaggons. Diese Zugpackung wurde 1995 mit der Nummer 28723 von Märklin produziert. Dies ist eine einmalige Serie, aber nicht für uns, sondern diese Zugpackung oder diese Lokomotive wurde nur für den österreichischen Markt produziert, nicht für den deutschen. Leider. Drum sieht man diese Lok oder bekommt man diese Lok selten im Internet zu sehen, wenn man nicht die Nummer weiß. Wie gesagt, diese Zugpackung hat die Nummer 28723. Wird aber trotzdem selten angeboten im Internet. Diese Lok hat ein schwarzes Gehäuse, hat eine rote Umrandung, hat den Aufdruck ÖBB und das aufgedruckte Schild hat die Nummer 2992. Das Rehlicht-Spitzensignal an dieser Lok ist auch farblich hervorgehoben worden, also wie bei den anderen Lok auch, Silber, ja, bedruckt, auch hinten. Und wie gesagt, selten oder rar bei uns zu bekommen und leider, wie gesagt, nur für den österreichischen Markt produziert worden. So, das war vorerst die letzte Lok, wo ich zeige. Und ja, apropos zeigen, ich zeige euch nun auch die zwei Personenwaggons und die zwei Güterwaggons, wo in diesem oder in dieser Zugpackung dabei sind. So, das werden wir erfahren. Ach ja, die Beleuchtung wurde vom Vorbesitzer nachträglich eingebaut. Also das Zugset kommt nicht mit Beleuchtung. So, hier noch ein Palmers Kühlwagen und ein Kohlewagen, wo zu dieser Zugpackung dazu gehört.
So, das war's auch. Hier nochmal ein kleiner Überblick über alle neuen KLVMs, also kleine Lok von Märklin, wo ich heute gezeigt habe. Wie gesagt, das war heute das erste Video, wo ich gemacht habe über diese Loks. Ich mache noch mal ein Video oder noch mal zwei Videos davon und stelle oder zeige euch dann die nächsten Modelle oder Looks vor, wo Märklin bis heute produziert hat oder heute noch produziert. Das war's auch wieder von diesem Video und sage wie immer Tschüss, bis zum nächsten Video.